Wieder hier, euer Lake Jerry, und ja, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, über diesen Satz von eurer Oma oder von eurem Opa, beziehungsweise von meiner Oma oder von meinem Opa: Früher war alles besser. Habt ihr euch eigentlich diesen Satz mal genau durch euren Kopf gehen lassen? Früher? Nee, oder? Ihr habt auch euch immer gedacht, wenn eure Oma beziehungsweise euer Opa zu euch gesagt hat, ja, früher war eh alles besser oder früher war alles anders, da dachtet ihr euch nur so, was soll anders gewesen sein? Ist doch eh alles gleich so, wie es jetzt auch ist, so. Aber ich habe mir jetzt mal diesen Satz ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und mir ist aufgefallen, dass es wirklich so ist. Es stimmt schon. Früher war schon, also jetzt auch, ich bin gerade mal 18 Jahre alt geworden, aber so ja, vor 8 Jahren oder so, war schon etwas klar anders als jetzt. Es ist ja logisch, aber es ist mir mal jetzt so aufgefallen, was überhaupt alles anders. Zum Beispiel, früher waren wir alle, wo wir 10 waren, waren wir alle Fußball spielen, Fange spielen, wir haben, weiß nicht, so Fahrrad gefahren und sowas alles. Ja, und heute gibt es irgend so ein Spiel, was ich jetzt auf Facebook gesehen habe. Da drücken die sich ernsthaft, ihr müsst euch das vorstellen, die drücken sich ernsthaft irgendwie den Hals zu. Vorher musst du irgendwie 5-mal ein- und ausatmen und dann drücken die sich ernsthaft den Hals zu und dann wird ja ohnmächtig und das soll voll der geile Kick sein und da haben die übel cool gespielt mit und so. Ihr müsst euch das mal vorstellen, warum spielt man so? Warum? Was ist das für ein Spiel? Es ist ja auch nicht nur die Sache. Genau die gleiche Sache, wenn ich morgens aufgestanden bin früher. Man ist natürlich automatisch gegen 7 oder 8 Uhr wach geworden. Und dann hat man verdammt nochmal den Fernseher angemacht. Na klar hat man den Fernseher angemacht. Wenn die Eltern noch geschlafen haben, hast du zu Hause den Fernseher angemacht und hast Fernsehen geguckt. Aber was du geguckt hast, das ist der kleine Unterschied zwischen früher und heute. Früher hast du dir dann Tigerentenclub angeguckt. Du hast dir die Pfefferkörner angeguckt. Oder was hast du... Was gab's noch so? Die drei Fragezeichen oder so andere jegliche Sachen. Heute machst du den Fernseher an. Also was kommt? Anwälte im Einsatz, mitten im Leben, Verdachtsfälle oder wie die ganzen Dinge auch heißen. Aber jetzt mal ernsthaft, Leute. Wer redet schon so für Anwälte im Einsatz oder sowas jetzt mal unter uns? Ne? Also ich nicht oder so. Ja, es ist total komisch, dass man guckt jetzt, man kann nur noch sowas im Fernsehen gucken. Deswegen, ich verstehe es aber auch nicht, was da passiert. Wieso gibt es keinen Tigerentenclub mehr oder gibt's den noch? Ich weiß es eben nicht mehr, weil ich ja gar keinen Fernseher mehr anschalte, weil es nur noch sowas kommt. Wo wir jetzt auch schon zur letzten Sache kommen, diese Respektlosigkeit. Früher gab es, glaube ich, diese Respektlosigkeit nicht so, wie sie jetzt gerade vorhanden ist. So diese Sachen wie, ja, in der Schule, dieses respektlose Verhalten gegenüber den Lehrern. Der Lehrer hat früher einfach einen Stock rausgeholt und da gab es eine vom Kopf. Ja, so ganz einfach war es. Ja, und heute lassen sich die Lehrer auf der Nase rumtanzen und sonst was und ja, machen einfach nichts mehr dagegen. Denke ich jetzt so. Ich weiß ja nicht, wie ihr jetzt darüber... Aber wir können es nicht ändern. Wir können nur ein paar Dinge in die Kommentare unten reinschreiben, beziehungsweise ihr, was ihr anders seht, wie es früher bei euch war und wie es heute ist. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde es so gerne wissen. Wenn euch diese ganze Sache gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal eine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal für mehr Like Jerry. Bis dann. Ciao.